Ich habe noch eine Frage. Dürfte ich Sie fragen, was Sie als letztes verkauft haben heute? Ich habe noch gar nichts verkauft. Ach, heute noch gar nichts. Leute, was geht? Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich weiß nicht, viele haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich sehe ein bisschen, bisschen anders aus, ne? Wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ja, ich musste meine Haare so schneiden wie die Person vor mir oder der Kunde vor mir. Es war ein Rapper. Ist auf jeden Fall lustig geworden, kann ich euch nur empfehlen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt und auch am Ende. Heute machen wir aber was noch krasseres. Alter, ich check das immer noch nicht bei dieser Kamera. Ich gucke immer oben in den Bildschirm. Obwohl ich wirklich schon so lange YouTube-Videos mache. Und zwar warte ich gerade noch auf den Marc. Ja, Marc, BrayTV. Kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Der mit der Mütze. Weil das Video machen wir heute zu zweit. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel auch schon gelesen, worum es geht. Wir warten jetzt aber erstmal auf Marc. Und dann erkläre ich dem die Idee. Und dann versteht ihr das auch alles. Und dann fahren wir auch los. Und ich bin gespannt, was heute bei rumkommt. Ich hab Bock. Mal schauen. Und das ist natürlich auch, ich bin mal gespannt, wie teuer es wird. Weil heute kann es wirklich extrem teuer werden. Ja, das ist ja ganz klar. Ich melde mich, wir sehen uns gleich. Ah, Marc ist da. Na, was geht? Boah, der ist schon laut. So, Leute. Ja. Zeig mir mal deine Haare, weil deine sind doch auch... Ja, Mann, wir sehen total gleich aus. Ich habe aber absolut nicht gegelt. Alex hat einfach meine Idee geklaut. Aber es ist so crazy. Findest du nicht auch, wir sehen gleich aus? Toll, oder? Ja. Ich meine, ich sehe ein bisschen beschissen aus, aber... Ich finde, man sieht dadurch direkt viel aggressiver aus. Ja, ja, ich würde schon... Meine Mutter... Du hast doch ein Bild geschickt, wo deine Mutter so gesagt hat, sie sieht aus wie Bushido. Meine Mutter hat mir ein Bild von Farid Bang geschickt. Hat gesagt, sie sieht aus wie Farid Bang. Das Bild blende ich euch hier mal ein. Ach komm, wir gehen einfach kurz ins Auto, dann erkläre ich dir nochmal, was wir machen. Wir fahren jetzt zum Apple Store. Und eigentlich weiß ich es ja auch schon so. Ja, im Prinzip schon. Genau. Bis gleich. Leute, wir fahren jetzt zum Apple Store. Ich erkläre dir nochmal kurz die Videoidee oder für alle. Es geht bei diesen Sachen immer darum, dass wir das gleiche kaufen wie die Person vor mir. Heute machen wir das im Apple Store. Ich bin mal gespannt, was es wird und ob das überhaupt klappt, weil, wie gesagt, wir hatten letztes Mal schon das Problem, viele Leute schauen halt nur und kaufen nichts. Aber irgendjemand gibt es ja, der was gekauft hat. Ja, klar. Aber mal gucken, wie lange wir... da drin sind. Im Saturn war ich über eine Stunde, wo ich das gemacht habe. Ich hoffe, du kriegst diesen MacBook, der erst konfiguriert werden muss oder so. Das wäre krass. 5.900 Euro oder ja, was. Ja, genau. Was ich noch kurz sagen wollte, und zwar wurde ja letztes Mal der Fernseher verlost. Kann ich euch noch mal kurz einblenden? Geht so, aber ich habe den jetzt bestimmt 500 Meter getragen. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen Gewinner ermittelt. Das mache ich dann allerdings zu Hause und blende dann hier mal den Gewinnerkommentar ein. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Fernseher gewonnen. Yeah. Melde dich mal bei mir und dann schicke ich dir den entweder zu oder... Nein, da steht nicht dein Name. Leute, ganz kurz, das Produkt, was wir heute kaufen, wird natürlich auch am Ende des Videos verlost. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dran bleibt. Wie immer, Abonnent sein und euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben oder eure E-Mail, damit ich euch erreichen kann. Weiter geht's. Ich denke die ganze Zeit so, warum sieht man meine Haare nicht auf dieser Kamera? Ich habe ja gar keine mehr. Ja, wir sehen uns gleich. Ne? Danke fürs Filmen. Jetzt gut gemacht, oder? Jetzt mach so. Alter, ich sehe so asozial aus. Leute, wir sind angekommen hier im Apple Store Center. Und jetzt geht's erstmal in den Apple Store. Und dann schauen wir mal, was es wird, oder? Ja, ich bin auch sehr. Guck mal, wie Alex eingeparkt hat. Er hat sich gestern seine Hand verletzt. Oh. Einmal in die Kommentare, Hashtag Armermark. Händemark. Händemark. So Leute, bevor wir jetzt in den Apple Store gehen, haben wir uns noch was Leckeres zu trinken geholt und zu essen. Oh Marc, du hast auch was Leckeres, ja, wie man sieht. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Appetit. Danke. So Leute, wir gehen jetzt mal rein hier. Also Leute, das wird jetzt wieder nachsynchronisiert, weil es sehr laut war und ich das zusammengeschnitten habe. Let's go. Hier sind wir reingegangen und da waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute. Mich jetzt? Ja, doch, oder? Ich fühle mich gar nicht. Das Ding ist, ich fühle mich so kriminell, wenn wir sowas machen, obwohl wir gar nichts vorhaben. Hier hatten wir direkt jemanden, der sich für eine Apple Watch interessiert hat. Dann sind wir weitergegangen. Nee, wir haben den noch beobachtet. Ja, die haben sich wirklich sehr darüber informiert. Diese beiden, nee, diese drei Leute wurden beraten bezüglich AirPods. Ja, wie funktioniert das? Wie verknüpft man die? Das Ding ist da hinten, der eine hat eine Rolex an und will eine Apple Watch kaufen. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein potenzieller Kunde. Wir haben uns gedacht, gut, hören wir mal zu, was passiert da? Wird die Uhr verkauft? Und dann ist halt das passiert. Hi. Hi. Was braucht ihr? Hi.
Die Apple Watch 4 fängt bei 429 an. Okay. Marc wurde dann erstmal 20 Minuten bezüglich Apple Watches beraten, hat am Ende dann natürlich keine gekauft. Und ich stand da schon so, habe auf die Uhr geguckt. Also 40 Minuten waren schon mal rum. Digga, what the fuck? Das sieht aus, als wären wir da echt so, weißt du? So ja, gut ist die Qualität. Echt heftig. Mach mal ein Foto für als Hintergrundbild. Ja. Dann haben wir uns ein bisschen im Laden aufgehalten, haben ein bisschen rumgespielt, bisschen Fußball, dies, das. Leute, wer hat auch immer dieses Symbol in der Schule gemalt? Jetzt bist du einmal dran. Marc meinte, er kann das nicht. Soll ich mal, ohne dass ich da rauf guck, machen? Achso, ich mach mal. Ja, ja, mach mal. So hätte ich es gemacht. Leute, habt ihr Bock auf AirPods? Und diese Leute da am Rand haben wirklich die AirPods gekauft, sind dann damit weggelatscht. Und ich habe so gesagt, ja, eigentlich muss ich dann jetzt AirPods kaufen, weil das ist ja die Idee hinterm Video. Oh, das waren die. Die AirPods sind weg. Oh. Die AirPods wurden verkauft. Ja, und jetzt? Also eigentlich müsste ich jetzt AirPods holen. Ich muss nur ehrlich sagen, mit AirPods kann halt nicht jeder was anfangen, nur Leute, die Apple haben. Von daher wollte ich lieber irgendwas anderes und habe gesagt, okay, du wartest einfach noch. Das Ding ist, hier läuft alles so wie so bei so einem illegalen Händler. Also die laufen alle mit ihren Dingern rum und machen dann so, ja, kannst du jetzt kaufen hier. So, normalerweise gehst du an die Kasse und so. Ja. Ja, dann musst du AirPods kaufen, keine Ahnung. Ich kaufe jetzt einfach AirPods. Krieg ich die da? Nee, die werden verlost. Alter, hier kauft niemand was. Und eine von den Sessions, die wir jetzt neu haben, heißt Baumhäuser zeichnen. Okay. Das heißt, man lernt eigentlich nebenbei, wie man so ein bisschen mit Procreate und dem iPad zeichnet. Ja. Im Grunde geht es auch so um ja, Gestaltungsstrategie. Wo steht das Baumhaus? Für wen soll das sein? Welche Materialien nutze ich dafür? Ich zeige euch einmal, wie wir Baumhäuser. Und dann haben wir Carsten kennengelernt. Ein wirklich super Mitarbeiter, cooler Typ. Alter, wir haben uns mit dem locker eine Stunde unterhalten. Der hat uns wirklich viel erzählt. Und dann habe ich gedacht, stellst du Carsten doch einfach mal eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Dürfte ich Sie fragen, was Sie als letztes verkauft haben heute? Ich glaube, ich habe noch gar nichts verkauft. Ach, heute noch gar nichts. Ach so, oder? Weil wir machen. Ich glaube, AirPods. AirPods? Hat auch AirPods. Ja, das haben wir gerade schon gesehen, aber AirPods finden wir irgendwie so ein bisschen langweilig. Aber dann sind es wohl AirPods hier. Oh, er klaut! Und hier habe ich nach gefühlt 2 Stunden dann wirklich AirPods gekauft. Hey. Und du hast schon welche. Toll. Dann musst du die jetzt echt verlosen. Ja, mach ich doch auch. Warum soll ich sie nicht verlosen? Boah, Leute, 2 Stunden später. Alter, wir waren da echt ewig drin, oder? Das war aber auch echt schwierig zu beobachten. Ja. Ich habe jetzt hier AirPods geholt. Also, ja, ich hätte mir auch eigentlich was anderes gewünscht, um ehrlich zu sein. Was hättest du dir denn gewünscht? Also, so ein Tablet oder so wäre schon nice gewesen, weil AirPod kann ja nicht jeder was mit anfangen. Ja. Also, man muss ja sagen... Safe ist, als ob du da deine Kaugummis dran klebst. Wollen wir? Leute, wir sind jetzt nach... Also ich würde sagen, es grenzt schon, wir waren bestimmt jetzt in diesem Kaufhaus, waren wir mit über 2 Stunden, oder? Ja, das und davon locker über eineinhalb Stunden im Apple Store, ja. Oder? Ja. Ey, also erstmal in diesem Apple Store, du hast es ja die ganze Zeit gesagt, da waren so 5 Kunden im Durchschnitt und 20 Mitarbeiter, wirklich 20 Mitarbeiter, oder? Also ist das überhaupt nicht übertrieben. Da waren alles voll mit Mitarbeitern und du wurdest in einer Tour, jo, kann man euch irgendwie helfen so? Ich meine, das ist ja irgendwie nett, aber irgendwie auch voll bedrängt. Du gehst rein und alle so, ah, oh, Kunden. Und erstmal war das Problem, da hat niemand was gekauft. Irgendwann wurden dann die ersten AirPods verkauft. Dann habe ich aber gesagt, ja, so AirPods... Keine Ahnung, könnte ich jetzt zwar holen, aber das ist ja jetzt nichts, also nichts Besonderes, so weißt du. Ich wollte irgendwie was Außergewöhnliches haben. Dann wurden die nächsten AirPods verkauft. Und dann dachte ich so, sind wir mit so einem Mitarbeiter richtig cool ins Gespräch gekommen. Carsten, schöne Grüße. Der hat uns auch noch ein bisschen was über Baumhäuser zeichnen und so erklärt. Und ein bisschen was über den Schnitt. Über den Videoschnitt. Und dann habe ich so gedacht, komm, fragst du mal Carsten, was er als letztes verkauft hat. Nix. Wow. Best day ever, Alter. Ja, Mann, Alter. Ich musste schon fast anfangen zu lachen, weil er gesagt hat, oh, heute habe ich eigentlich noch nichts verkauft. Ah, doch, warte mal. AirPods. Ja, und dann habe ich einfach diese scheiß AirPods gekauft. Mit ja. einer Verpackung, aber, die okay, aus Papier. Also das Wort Scheiße passt da auch nicht rein, weißt du? Nur einfach, weil ich jetzt mir dachte, so vielleicht gibt es auch irgendwas anderes, sowas Innovatives, weißt du? Weil mit AirPods kann auch nicht jeder was anfangen. Die Leute, ich könnte schon damit was anfangen, wenn sie klar, die schenken. Klar, man kann die verkaufen, ne? Oder irgendwie seinen Freunden schenken. Aber wenn du kein iPhone hast, kannst du mit AirPods ja nichts anfangen. Trotzdem verlose ich die natürlich an dieser Stelle wieder, genauso wie den Fernseher. Nein, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich habe genug von Technik gehört in den letzten 2 Stunden. Wirklich, der hat uns voll gelabert, also war ja auch nett irgendwie. Aber. Ja, war ganz unterhaltsam, aber der hat uns 10 verschiedene Dinge erklärt in dieser Zeit, ne? Aber das war auch, der muss es ja auch gedacht haben, so, hä, warum, du hast so rübergebracht, so, du willst es kaufen, aber dir ist eigentlich komplett egal. So, er so, willst du die testen? Nein, kauf einfach. Ach so! Ah, und schaut auf jeden Fall bei Marks Kanal vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ein super Channel. Da geht es auch manchmal darum,
was die Freundin so auf dem alten Handy findet. Yo, yo, Test. Leute, also, ich bin wieder zurück. Man muss sagen, bei Apple, das sieht schon immer sehr hochwertig aus. Ne? Also wir haben hier diese Tüte und es sind jetzt halt die AirPods geworden. Also hier originale AirPods, Neuwert 180 Euro. Lag halt daran, weil jeder heute AirPods gekauft hat. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Heute war es zumindest so. Wenn ihr sagt, ich hätte Bock, da mitzumachen bei dem Gewinnspiel oder bei der Verlosung. Wie schon oft genug gesagt, alles, was ich in dieser Videoreihe kaufe, werde ich dann halt auch verlosen, wie den Fernseher. Den Kommentar habe ich ja eben schon mal eingeblendet. Du hast gewonnen. Wer die AirPods gewinnt, seht ihr dann im nächsten Video. Um daran teilzunehmen, einfach einen Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Account oder eurer E-Mail oder so, damit ich euch kontaktieren kann. Und den Kanal abonnieren. Das war's schon. Lasst mir sehr gerne auch einen Kommentar da. Wenn ihr sagt, yo Alex, mach das demnächst mal in dem oder dem Laden. Und dann machen wir das eventuell. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch bei Marc vorbei und wir sehen uns Sonntag oder so, ich weiß nicht.